Ich bin Gunnar Seidel, ich bin Schauspieler, Regisseur und künstlerischer Leiter des Brachland-Ensembles, gemeinsam mit Dominik Breuer aus Brüssel und Maria Isabel Hagen aus Hamburg. Und das Brachland-Ensemble besteht aus 9 Personen aus den Bereichen Schauspiel, Performance, Animationsfilm, Tanz. Und wir arbeiten seit 2011 zusammen und entwickeln verschiedene Projekte in der Performing Arts, Schnittstelle zu politischer Bildung, zu journalistischer Recherche. Und die Projekte sind sehr unterschiedlich dadurch auch, je nach Projektpartner, je nach Beteiligten. Das ist dokumentarisches Schauspiel, Live-Hörspiel, Performance-Ausstellungen, zeitgenössischer Tanz. Und in den letzten Jahren arbeiten wir verstärkt mit der Landeszentrale für politische Bildung in Nordrhein-Westfalen zusammen und machen da auch viele Aktionen der politischen Bildung. Ja, für 2021, am 14. Januar 2021 ist Premiere von Nürnberg, wer sind wir denn? Nürnberg, wer sind wir denn? Ist eine interaktive Stadtentdeckung, wie wir das so schön nennen, in Kooperation mit dem Bewerbungsbüro N2025 für die Kulturhauptstadt Europas und der Tafelhalle. Und unterstützt auch noch von der Lebenshilfe Nürnberg. Und eine interaktive Stadtentdeckung deshalb, weil das ganze Projekt davon lebt, dass das anwesende Publikum eigentlich diese Frage beantwortet, wer sind wir denn? Oder Nürnberg, wer bist du? Also wir denken uns Nürnberg als eine einzige Person. Das ist sozusagen unsere Herangehensweise an das Ganze. Diese Frage stellen wir auch unseren Interviewpartnern, den Kulturläden, den Menschen aus allen möglichen Stadtteilen, aus allen Bereichen. Wenn Nürnberg eine Person wäre, was wäre das für ein Mensch? Und diese Frage beantworten wir an jedem Abend neu mit den anwesenden Zuschauern. Das heißt, unser Ziel ist, ein möglichst unterschiedliches, ein sehr heterogenes Publikum hier in die Tafelhalle zu locken. Und gemeinsam in Interaktionen, in Abstimmungen, in Live-Interviews, in Skype-Schaltungen, in kleinen psychologischen Spielchen herauszufinden, wer dieses Nürnberg eigentlich ist. Also das ist yeah, das macht bam, ja, die ganze Show. Also wir sprechen fast eher von einer Show, von einer Gala, von einem Happening, von einem interaktiven Happening. Es ist in dem Sinne kein Theaterstück. Es ist auch kein fertiges Ding, weil an jedem Abend das Neue bestimmt wird. Mit einem Graphic Recording wird alles festgehalten, so ein zeichnerisches Protokoll. Und wir verschenken 200 Euro an dem Abend. Wir skypen zu den Partnerstädten planmäßig. Wir haben Interviews, wir haben Videoeinspieler, wir haben geile Mucke, wir haben geiles Licht, geile Kostüme. Wir haben Leute auf der Bühne, wir haben Leute online zugeschaltet, also auf allen möglichen Ebenen basteln wir dieses Mosaik Nürnberg diesen Menschen zusammen.